Du legst einen Schalter um. Kohle verbrennt in einem Ofen, der Wasser in Dampf umwandelt. Dieser Dampf treibt eine Turbine an, der einen Generator aktiviert, der Elektronen durch einen Draht schiebt. Dieser Strom breitet sich über hunderte von Kilometern an Stromkabeln aus und kommt bei dir zu Hause an. Überall auf der Welt machen Menschen das, jede Sekunde. Sie legen einen Schalter um, stecken etwas ein, drücken eine Starttaste. Wie viel Strom braucht die Menschheit also? Die Menge des kollektiven Verbrauchs ändert sich schnell. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir also nicht nur wissen, wie viel die Welt heute verbraucht, sondern wie viel wir in Zukunft verbrauchen werden. Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, wie wir Elektrizität messen. Das ist etwas knifflig. Ein Joule ist eine Energieeinheit. Aber wir messen Strom normalerweise nicht nur in Joule. Stattdessen messen wir sie in Watt. Ein Watt gibt an, wie viel Energie pro Sekunde benötigt wird, um etwas zu betreiben. Ein Joule pro Sekunde entspricht einem Watt. Für die Stromversorgung eines Smartphones werden etwa 0,1 Watt benötigt. 1.000, um dein Haus mit Strom zu versorgen. 1 Million für eine kleine Stadt. Und 1 Milliarde für eine mittelgroße Stadt. Seit 2020 werden 3 Billionen Watt benötigt, um die gesamte Welt mit Strom zu versorgen. Aber fast 1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu zuverlässiger Elektrizität. Mit der zunehmenden Industrialisierung der Länder und dem Anschluss von mehr Menschen an das Stromnetz wird die Stromnachfrage bis 2050 vermutlich um 80% steigen. Diese Zahl gibt nicht das ganze Bild wieder. Wir werden auch Strom auf völlig neue Weise nutzen müssen. Gegenwärtig treiben wir viele Dinge durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe an, was eine nicht nachhaltige Menge an Treibhausgasen ausstößt, die zur globalen Erwärmung beitragen. Wir müssen diese Emissionen vollständig beseitigen, um eine nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu sichern. Für viele Branchen ist der erste Schritt dahin die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf elektrische Energie. Wir müssen die Autos elektrifizieren, Erdgasheizungen für Gebäude mit elektrischen Wärmepumpen ersetzen und die enormen Wärmemengen, die für industrielle Prozesse benötigt werden, elektrifizieren. Alles in allem könnte sich der weltweite Strombedarf also bis 2050 verdreifachen. Außerdem muss der gesamte Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammen, wenn er die durch fossile Brennstoffe verursachten Probleme lösen soll. Heute stammt nur 1/3 des von uns erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Fossile Brennstoffe sind billig und praktisch, leicht transportierbar und können bei Bedarf leicht in Strom umgewandelt werden. Wie können wir also die Lücke schließen? Wind- und Solarenergie eignen sich hervorragend für Orte mit viel Wind und Sonnenlicht. Aber wir können Sonnenlicht oder Wind nicht lagern und transportieren, wie wir es mit Öl können. Um die Energie aus diesen Quellen zu anderen Zeiten oder an anderen Orten in vollem Umfang zu nutzen, müssten wir sie in Batterien speichern und unser Stromnetz für den Transport über große Entfernungen verbessern. Kernkraftwerke hingegen nutzen Kernspaltung, um kohlenstofffreien Strom zu erzeugen. Obwohl sie immer noch teurer als Anlagen sind, die fossile Brennstoffe nutzen, können sie überall gebaut werden und sind nicht von unsteten Energiequellen wie Sonne oder Wind abhängig. Forscher arbeiten derzeit an Möglichkeiten, Atommüll sicher zu entsorgen und die Sicherheit von Kernkraftwerken zu verbessern. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, an der wir seit den 40er Jahren arbeiten. Kernfusion. Man lässt dabei leichte Atome aufeinanderprallen, damit sie verschmelzen und man die dadurch freigesetzte Energie nutzen kann. Unfälle sind bei der Kernfusion nicht zu befürchten und es entstehen keine langlebigen radioaktiven Abfälle wie bei der Kernspaltung. Es gibt auch keine Probleme mit dem Transport, wie bei Wind, Solar und anderen erneuerbaren Energiequellen. Ein großer Durchbruch dabei könnte die erneuerbaren Energien revolutionieren. Das Gleiche gilt für die Kernspaltung, Solar- und Windenergie. Durchbrüche bei einer dieser Technologien, vor allem aber bei allen zusammen, können die Welt verändern. Damit können wir nicht nur 3-mal so viel Energie herstellen, sondern diesen Verbrauch auch nachhaltig decken. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was ist der nächste Schritt? Unter ed.ted.com/earthschool findest du einen Plan, den du befolgen kannst, um selbst etwas zu verändern.